So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, Thomas Kemmerich ist bei mir, Chef der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Es geht um das erste von zwei November-Plenumssitzungen. Ja, die Höhepunkte der drei Tage aus Ihrer Sicht? Wir haben soeben darüber diskutiert, den Meisterbonus, oder erstmal, es geht um die Anerkennung des Handwerks. Und uns ist da wichtig, den Meisterbonus und die Meistergründungsprämie zeitgerecht auszugestalten und für jedermann auch erhaltbar zu machen. Zurzeit sind es 1.000 Euro, das wird dem nicht gerecht, was das an Kosten ist. Wenn man bedenkt, an der Universität bekomme ich einen Bachelor oder Master mehr oder minder gratis auf Staatskosten. Und die Meistergründungsprämie, 46, 48 Fälle pro Jahr sind viel zu wenig. Wir haben Tausende von Betrieben, die Nachfolger suchen. Das muss man ein bisschen entzerren. Das muss also nicht abhängig sein vom Prüfzeitpunkt des Meisters, sondern muss immer gelten. Und 7.500 Euro sind in dieser Zeit ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir schlagen 15.000 Euro vor. Das ist uns wichtig fürs Handwerk, war was zu tun. Wir werden später noch über das Vergabegesetz reden. Da kommt wieder viel Bürokratie hinzu. Es ist etwas besser geworden, aber lange nicht da, wo es hin soll. Vergabespezifisch für Mindestlohn sage ich nur. Also es werden selbst Betriebe ausgeschlossen, die Mindestlohn zahlen. Man muss bürokratisch nachweisen, dass man noch mehr zahlt. Die meisten Handwerksbetriebe machen das so oder so. Also auch das ist schwierig. Wir haben eben darüber diskutiert, wie wir mit Mobilität klarkommen. Da ist klar, sowohl AfD als auch Rot-Rot-Grün sind die Verbieterparteien. AfD will null Elektromobilität, Rot-Rot-Grün nur Elektromobilität. Beides ist ein Irrweg. Jeder sollte sich so fortbewegen können, wie er es mag, und das Mittel wählen, wie es am besten für die Situation ist. Nein. Bleibt natürlich jetzt die Frage, auch wenn es jetzt nicht direkt Thema im Plenum war, weil man ja Verhandlungen führt, so heißt es zumindest, wie fällt denn Ihr Blick auf den Haushalt 2024 aus? Hat man versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen? Sagen Sie nach wie vor, 1 Milliarde muss runter, sonst reden wir mit niemandem? Wie ist der Stand aus Sicht der Gruppe der FDP? Ja, wir haben uns mal ausgetauscht mit den Parteien der Minderheitsregierung. Es ist aber null Bereitschaft oder ich sage wahrscheinlich noch einmal null Erkenntnis da, dass man tatsächlich den Haushalt um 1 Milliarde überzieht. Ich hatte eben noch die Diskussion im Plenum, dass man sagt, ja, die Rücklagen haben wir auch mal eingenommen. Also erstens haben die Steuergelder die fleißigen Steuerzahler, Mittelständler, Unternehmer und deren Mitarbeiter erwirtschaftet, und da brauche ich mehr Respekt davor. Und nochmal, eins bleibt, ich kann nur das ausgeben, was auch in dem laufenden Haushalt eingenommen wird. Oberste Maxime, wir haben gestern den Bericht des Rechnungshofs nochmal diskutiert. Mehr Einnahmen als Ausgaben wäre eigentlich die Maxime, dann kann man Rücklagen bilden, aber mehr ist nicht da, als eben die Einnahmen dahinzustellen. Und wie gesagt, ich sehe weder Bereitschaft noch Einsehen, dass dieser Haushalt 1 Milliarde überzogen ist. Vor allen Dingen, dass wir im Jahre 25 bis 27 4 Milliarden, das sind 4.000 Millionen Defizit haben. Also wir werden diesem Haushalt in keinster Weise zustimmen können. Und auf rot-rot-grüner Seite ist keine Bereitschaft, davon abzurücken, in diesem Form die Zukunft des Landes in Frage zu stellen. Es wird nicht priorisiert, es wird in Größenordnung Geld zum Fenster rausgeschmissen. Es werden nach wie vor Projekte gemacht, dass wir Doppelstrukturen, also Doppelförderung haben mit bundesweiten Förderungen zum Frage Mobilität, Energiewende. All diese Dinge braucht es nicht. Ich sage, die Wirtschaft will innovativ sein, will nach vorne kommen. Dafür brauchen sich immer wieder Fördergelder. Es ist ein Investitionshaushalt aufgestellt, der nicht zu realisieren ist. So schnell können wir überhaupt nicht die Verfahren realisieren. Es fehlt immer noch an der Planungsbeschleunigung, an den Richtlinien. Also man merkt es aber auch in den Diskussionen, die man mit Rot-Rot-Grün führt. Die Gemeinsamkeiten innerhalb der Koalition sind mehr als aufgebraucht. Herr Hoff hat auf die simple Frage, ob Zelte in Hermsdorf stehen, die übrigens da stehen, völlig aufbrausend reagiert. Also auch die Nerven liegen blank innerhalb der Regierung. Apropos Superminister, Hoff ist ja für alles zuständig. Bevor wir es vergessen, nächsten Montag ist MPK, da geht es um das wichtige Thema Migration, auch für Thüringen, das ist eins der drängendsten Probleme, wo die Leute sagen, das brennt uns auf den Nägeln, was ist mit den Erstaufnahmeeinrichtungen, was ist mit den Schulen, was ist mit den Kindergärten, was ist denn mit der Situation bei den Wohnungen und was macht der Ministerpräsident, er fliegt nach Vietnam. Also wenn das die Wichtigkeit darstellt, wie er das Problem lösen will, 6 und 6, das habe ich auch zur Ministerin Dehnstedt gesagt, bei der Frage, wie beurteile ich ihre Leistung, Im Thema Migration, in schulischen Noten erteile ich ihr gerne einen ungenügend. Und bei dem Thema Justiz, was auch Ihre Zuständigkeit, sage ich dann, wie manchmal auch auf dem Zeugnis steht, nicht teilgenommen. Danke für die ausführliche Antwort. Ich muss trotzdem noch mal darauf eingehen. Hofft man aus Ihrer Sicht, ich weiß, es geht ja nicht um Glaubensfragen, was Sie glauben oder nicht glauben, aber
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Rot-Rot-Grün hofft, dass die CDU umkippt, weil die Zeit immer geringer wird und deswegen auch nicht mit der FDP spricht? Ja, dieses Prinzip Hoffnung, was Sie gerade äußern, ist zumindest das Schema, nachdem die letzten Haushaltsberatungen, letztens die Haushaltsbeschlüsse auch zustande gekommen sind. Ich kann nur meine Hoffnung und den Glauben daran unterstützen, dass die CDU auch standhaft bleibt im Sinne der Thüringer. Weil es ist nicht lebensnotwendig, einen Haushalt zu haben. Wir haben an dieser Stelle schon mal über die sogenannte vorläufige Haushaltsführung gesprochen, die automatisch eintritt nach Artikel 100 unserer Verfassung. Und das ist nicht der Untergang des Abendlandes. Alle bestehenden Verpflichtungen werden ausgeführt auf Basis der Verpflichtungen aus den Jahren 22, 23. Also es geht weiter in Thüringen. Aber neue Lieblingsprojekte, neue Geldausgabenwünsche, neue Dinge, die unser Geld verschleudern, die sind dann halt nicht genehmigt. Aber kein Thüringer muss sich Sorgen machen, dass es nicht weitergeht. 2015 hatten wir dieselbe Situation über 6, 7 Monate. Also wir haben Zeit zum Verhandeln. 2018 haben wir 3 Monate später erst den Haushalt gehabt. Also lieber gründlich verhandeln und einen guten Haushalt aufstellen, als diesen, der das Papier nicht wert ist, Haushalt tatsächlich zu beschließen. Ja. Sie sind ja vor wenigen Tagen zum Spitzenkandidaten Ihrer Partei für die Thüringer Landtagswahl ausgerufen worden mit einer klaren Mehrheit. Hat das Auswirkungen? Stärkt das Ihre Position im Thüringer Landtag auch innerhalb der Gruppe der FDP oder spielt das überhaupt keine Rolle? Also hier für unsere Arbeit hier im Thüringer Parlament spielt das keine Rolle. Es ist eine Frage, warum haben wir das gemacht? In der Öffentlichkeit wird ja immer wieder diskutiert, tritt am Ende an. Hat Berlin Einfluss auf die Entscheidungen in Thüringen zu bestimmen, wer wird Spitzenkandidat? Das war auch ein klares Signal des Parteitages. Wir Thüringer Freien Demokraten bestimmen das für uns selber. Und mit 96%, ich glaube, das war auch deutlich, das brauchen wir die Diskussion nicht mehr führen. Und jetzt können wir uns voll darauf konzentrieren. In 10 Monaten ist Wahltag in Thüringen. Und da wollen wir als Freie Demokraten stark dafür eintreten, was wir vertreten aus der Position der Mitte der Gesellschaft für Freiheit, für ein andere Auffassung in Thüringen arbeiten, auch für eine bessere Regierung in Thüringen arbeiten, dass wir endlich die Probleme anpacken, die wichtig sind. Das ist die Frage der Migration zu klären und das ist tatsächlich Eintreten für die Gesundung der Wirtschaft. Ohne Wirtschaft ist alles nichts und tatsächlich den Freistaat so schnell es geht und so gut es geht, zur Digitalisierung und Aufwand zu senken und die Servicequalität für alle Bürger und auch Mitarbeiter in der Verwaltung zu verbessern. Ich muss trotzdem bei dem Thema Migration immer nachfragen. Im Augenblick, nicht übel nehmen, klingt das ein bisschen so, als wenn wir alle Probleme lösen, wenn wir das Thema Migration gelöst hätten. Ist dem so? Wir lösen nicht alle Probleme. Deshalb sage ich immer im Gleichklang Wirtschaft, weil die liegt am Boden. Da ist auch die Psychologie nachhaltig gestört. Aber für viele Teile der Bevölkerung ist das außer Acht lassen, die Migrationsprobleme zu lösen, die ich im Wohnungsbereich habe, im schulischen Bereich, im Kita-Bereich und was ja auch viel Geld verschlingt. Also ein Kollege aus der Presse hat mal zusammenaddiert, dass wir 37 Milliarden Euro bundesweit mit den entsprechenden Anteilen in Thüringen nur dafür ausgeben für die Strukturen der Migration. Und wir alle merken, es funktioniert so nicht. Und ich verweise dann gerne auf Beispiel zum Beispiel aus Dänemark. Die haben gesagt, wir machen die Grenzen zu. Wir kontrollieren, was bei uns passiert und das ist ja auch der Vorschlag, den wir machen, europäische Grenzen zu, Asylverfahren außerhalb von Europa, um mal wieder Herr der Lage zu werden und tatsächlich auch Geld zu sparen. Wir brauchen Geld für die Schulen, für die Gestaltung von Schulen. Ich möchte auch nicht mehr, dass wir in der sozialen Frage tatsächlich diskutieren, geht es einem Bürgergeldempfänger aus Deutschland, geht es einem Rentner aus Deutschland besser oder schlechter als einem Asylbewerber? Das darf nicht die Frage stellen. Deshalb werden wir heute noch diskutieren, Geldleistungen abzuschaffen und Sachleistungen zu gewähren für Asylbewerber, um auch diese Dinge aufzuhören. Wir wissen von 10-fachen Mischbräuchen, da kriegen Leute ohne Pass 10-mal Geld aus der deutschen Kasse. Und selbst wenn es nur ein Gerücht ist, selbst das Gerücht verdirbt die Stimmung und deshalb ist die Frage der Migration. Und man darf ja die Volksseele, also das, was in den Köpfen der Leute vorgeht, einfach nicht vergessen. Wenn sie sich alle nur darauf konzentrieren, wie kriegen wir das Problem in den Griff, konzentriert man sich nicht auf die Probleme, die natürlich auch noch da sind. Kommen wir mal zurück zur Arbeit im Landtag. Bei der PKK-Wahl, also für die Parlamentarische Kontrollkommission, fiel die Frau Hempfling durch. Ist das jetzt ein Synonym für einen gespaltenen Landtag? Oder ich meine, Frau Hempfling selber steht da sicherlich außer Frage, was ihre Profilität für dieses Amt eigentlich erfordert, oder? Ja, das will ich hier nicht absprechen, aber schauen wir erstmal, ich glaube, an der Abstimmung haben nur 78 Leute teilgenommen. Jetzt müssen wir erstmal die 12 fragen, wo kamen die her und haben die nicht teilgenommen. Und
ich glaube, 26 Gegenstimmen hat sie bekommen. Also ich denke mal, dass große Teile ihrer eigenen sich tragenden Fraktionen nicht teilgenommen haben. Und deshalb sollte man, bevor man jetzt wieder alles in Frage stellt, mal diese 12 Personen fragen, warum nehmen die nicht teil? Und zur Integrität ihrer Person möchte ich einfach noch etwas erzählen, was auch zum Bild von Frau Hänfling und den Grünen dazu gehört. Wir hatten eine Diskussion beim MDR über die Frage Gendern. Ich will das jetzt nicht in aller Breite aufmachen, aber ein Thema war, dass 86% der Thüringer oder der MDR-Zuschauer Gendern ablehnen. Die Antwort von Frau Hänfling als Vertreterin der Grünen war, ja, das sind 14% zukunftsgewandt, progressiv, und 16% konservativ rückwärtsgewandt. Und das muss man auch wissen, wenn man über die Causa Hänfling spricht. Und vielleicht hat den einen oder anderen der 26 Ablehnungen dazu bewogen, auch so zu entscheiden. Bei einer Vizepräsident des Landtages, und so habe ich sie da gesehen, erwarte ich, dass man auch Rücksicht nimmt auf 86%, die eine andere Meinung vertreten, dass für die Pluralität dieser Gesellschaft, und das ist ja, was oft in Frage gestellt wird, kann ich meine Meinung noch veräußern? Darf ich reden, wie ich will? Oder werde ich dann moralisch in eine Ecke gestellt, wo ich gar nicht hingehöre? Ich fühle mich als Ablehner des Genderns nicht rückwärtsgewandt, nicht konservativ. Ich fühle mich so modern wie viele andere. Führt mich zur letzten Frage. Wie würden Sie die Stimmung, auch die Arbeitsatmosphäre im Landtag beschreiben? Ja, die ist für viele Betrachter von außen und dazu gehören Sie ja auch wie viele andere, selten aufgeladen bis uneinig. Und ich glaube, wir vermitteln als Parlament den Eindruck, jetzt 10 Monate vor der Wahl, dass kaum noch mehr Zusammenarbeit möglich ist. Der Wahlkampf hat begonnen. Und das merke ich auch in Äußerungen, die mir vorgehalten wird aus 2020, 2021. Wir sollten den Blick nach vorne richten und wir haben noch eine Menge zu tun. Und es sind ja auch gesetzliche Aufgaben, die zu erfüllen sind. Wir haben heute über das Gesetz der öffentlichen Dienste Gesundheit gesprochen. Da haben wir in der Pandemie erlebt, dass die Gesundheitsämter und das Landesamt für Verbraucherschutz, die diese Gesundheit in Thüringen, sagen wir, untechnisch organisieren, ja nicht funktionieren. Und um vorbereitet zu sein, um Strukturen zu straffen, Prozesse zu straffen, zu digitalisieren, haben wir eine Reorganisation vorgeschlagen, die übrigens die Landesregierung seit 8 Jahren nicht abliefert, die in jedem Bundesland inzwischen Standard ist, nämlich eine zentrale Stelle zur Entlastung der örtlichen Gesundheitsämter und zur Bündelung von Aufgaben vorsieht. Die Regierung lehnt es ab. Die Minderheitsregierungen tragenden Fraktionen lehnen es ab. Selbst da kommen wir nicht weiter, aber das ist wichtig für Thüringen. Und das ist nicht ideologisch, sondern einfach nur eine Frage der Organisation und des Ablaufs, wie wir Gesundheit in Thüringen in Zukunft besser organisieren können. Thomas Kammerer, Chef der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich danke.